Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer draußen und drinnen. Wir debattieren jetzt schon wieder, wie sehr eine Verbesserung der Zustände im Salzabbau durch K&S nötig ist. Inzwischen gab es auch eine Anhörung zum Thema und die Antwort von K&S auf meine Frage nach deren Verhältnis zu Recht und Gesetz, zu Rechtsstaatlichkeit, Einhaltung von Vorschriften in der Anhörung war fast schon unverschämt. Und meine Zweifel daran, die ich schon in der vorigen Debatte hier im Sommer geäußert hatte, die wurden nicht ausgeräumt. Ein paar klare Worte zum Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU zum Beispiel wären schön gewesen. Stattdessen hat K&S gerade jetzt der Werra-Weser-Anrainer-Konferenz e.V. und deren Vorsitzenden Dr. Walter Hölzel per einstweiliger Anordnung kritische Meinungsäußerungen verbieten lassen und das gestern auch noch stolz öffentlich verkündet. Kenner werden jetzt mit der Zunge schnalzen. Beantragt wurde die Verfügung, Überraschung, beim einschlägig bekannten Landgericht Hamburg, das weder an der Werra noch an der Weser liegt und dem das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach ähnliche Entscheidungen um die Ohren geschlagen hat. Aber jetzt zurück zum Antrag der regierungstragenden Fraktion, der ja im Großen und Ganzen zustimmungsfähig ist, bis auf die Hauptsache, die Lösung der Probleme durch eine Pipeline in den Jadebusen. Das ist für uns nicht zustimmungsfähig, genauso wenig wie für die CDU und deshalb jetzt auch der gemeinsame Entschließungsantrag von der CDU und uns Piraten. Zunächst einmal war die Pipeline-Lösung dem Unternehmen selbst zu teuer. Aber das ist eigentlich jetzt nur noch eine Marginalie, denn wichtiger ist, dass naturschutzfachliche Gründe dagegen stehen. Das ergab die Anhörung in aller Deutlichkeit. Bereits 1962, vor mehr als 50 Jahren, wurde ein großer Teil des Jadebusens unter Naturschutz gestellt. Seit 1973, seit mehr als 40 Jahren, gilt dort ein ganzjähriges Jagdverbot. Es geht also nicht nur um Brutvogelschutz, sondern auch für Durchzügler und Wintergäste ist dieser Jadebusen von überragender Bedeutung. Das liegt an der hohen Produktivität des Gebietes, das aktuell zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer gehört und auch noch UNESCO-Weltnaturerbe ist. Die Salinität dort, also der Salzgehalt des Wassers, ist mit 30 Promille etwas niedriger als in der offenen Nordsee. Die Einleitung würde das massiv ändern, und zwar nicht nur den Salzgehalt, sondern auch die chemische Zusammensetzung mit einem weit höheren Kaliumchloridanteil. Kaliumchlorid ist schon in geringen Konzentrationen für die meisten Organismen giftig. Da ist es dann auch egal, ob sich Sprungschichten bilden würden mit einer annähernd unveränderten Wasserzusammensetzung an der Oberfläche und konzentrierter Salzlauge auf dem Grund oder ob es zu einer guten Durchmischung kommen würde bei dem ständigen hohen Tidenhub dort. Es besteht die Gefahr, dass sich Todeszonen bilden, vielleicht auch nur eine große Todeszone, Jadebusen, und das Gebiet geht dann für die Natur verloren und damit auch für die Menschen. Das Problem wurde nicht gelöst, sondern nur verlagert. Und das ist nicht nachhaltig. Und Herr Markert, die Pipeline ist keine von Ihnen geforderte konsequente Anwendung des Verursacherprinzips. K&S haben ihren Börsenwert innerhalb weniger Jahre versechsfacht. Sie hatten in den letzten Jahren mehrere hundert Millionen Euro jährlich über, um Konkurrenten aufzukaufen. Und da kann man mehr erwarten, als mal wieder nur eine Problemverlagerung auf Kosten der Allgemeinheit. Nämlich erwarten kann man eine nachhaltige, umweltschonende Produktion. Vielen Dank.